Und also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Also ich bin ja wirklich nicht bekannt als, sagen wir mal, pharmafreundlich. Ich gehöre ja tatsächlich, bin somit also pharmakritisch in vielen Bereichen auch. Aber bei der Forschung und bei der Impfökonomie, die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Und daher brauchen wir hier tatsächlich auch öffentlich finanzierte Forschung.